Liebe Hörerinnen und Hörer, im Folgenden hört ihr einen Vortrag über Giordano Bruno, den Professor Dr. Klaus Scherzinger am 23. September 2019 bei der Regionalgruppe Freiburg der Giordano Bruno Stiftung gehalten hat. Freundlicherweise hat Professor Scherzinger den Vortrag für diesen Podcast noch einmal eingesprochen. Darüber hinaus stellt er seinem Vortrag folgende persönliche Bemerkung voraus. Wenn Sie im Archiv des Ketzer-Podcasts auf diese Audiodatei gestoßen sind, dann geht es Ihnen vielleicht wie mir. Sie teilen in vielen Punkten die im Ketzer-Podcast geübte und verbreitete Kritik an der christlichen Kirche, ohne deshalb in Abrede stellen zu wollen oder es gar für naiv halten zu wollen, dass und wenn Menschen im christlichen Glauben Trost, Halt und eine Kraftquelle für vielfältiges soziales Engagement finden. Das eine schließt das andere nicht aus, im Gegenteil. Sollte die Kritik an kirchlichen Institutionen verstummen, so wäre das wohl ein bedenkliches Zeichen für die Möglichkeit echten, gelebten Glaubens. Das ist, denke ich, so ähnlich auch im Verhältnis von demokratischen Institutionen und echter, gelebter Demokratie. Anders als die Menschen heute, lebte Bruno in einer durch und durch von der christlichen Kirche geprägten Welt. Er kämpfte, und vor allem dies möchte ich Ihnen mit dem folgenden Vortrag nahebringen, gegen das Pseudo- und letztlich antiphilosophische Denken innerhalb der christlichen Theologie. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Was ich im Folgenden über Bruno und sein Denken vortrage, finden Sie auch und natürlich noch vieles mehr in meinem Buch Giordano Bruno, Märtyrer der Gedankenfreiheit, erschienen 2018 im Berliner Vergangenheitsverlag. Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis von Brunos Werdegang und Werk findet sich, so ist es bei allen Menschen, in den Jahren seiner Jugend. Die äußeren Daten dieser Jugend sind bekannt. Geboren im Jahre 1548 in Nola bei Neapel, Taufname Filippo. Mit 17 Eintritt in das Dominikanerkloster in Neapel. Dort nahm er den Vornamen Giordano an und wurde zum Priester und Theologen ausgebildet. Während dieser Ausbildung muss seine geistige und charakterliche Entwicklung eine Richtung eingeschlagen haben, die ihn und sein Denken in einen nicht mehr aufzulösenden Konflikt mit der Kirche und ihren Lehren führte. Er äußerte sich kritisch gegen den Marienkult und die Heiligenverehrung. Und nachdem er schon zum Priester geweiht war und sein Theologiestudium an der Universität Neapel abgeschlossen hatte, sah er sich mit Vorwürfen konfrontiert, er würde Irrlehren verteidigen. So kam es im Jahre 1576 zum Bruch mit dem Orden. Bis zu seiner Einkerkerung im Jahre 1592, also 16 Jahre später, wird er durch halb Europa wandern, immer auf der Suche nach einer Universität, die ihm sein Auskommen sichert und bereit ist, ihn wirken, das heißt schreiben und lehren zu lassen. Er hofft, und das ist vielleicht etwas naiv, mit seinem aus kirchlicher Sicht sehr problematischen Verständnis der Wirklichkeit, das heißt der Natur, Gottes und des Menschen, Anerkennung zu finden innerhalb des akademischen Wissenschaftsbetriebes seiner Zeit. Zwei seiner berühmtesten Werke, erstens über die Ursache, das Prinzip und das Eine und zweitens von den heroischen Leidenschaften, wird er 1584 und 85 in London verfassen. Diese beiden Schriften sind die zweite und letzte Schrift von insgesamt 6 in London entstandenen italienischen Dialogen. In der Ursache-Schrift gibt er seine Antwort auf die Frage nach Gott und Natur. Er wird sagen, das Naturganze, er meint damit alles, was ist, das Seiende im Ganzen, einschließlich des Menschen, ist eine unendliche, dynamische, lebendige und göttliche Einheit. Es ist dieses Natur- und Gottesverständnis, für das er im Jahre 1600 sterben musste. In der Schrift von den heroischen Leidenschaften finden wir seine Anthropologie, die beschreibt, wie das menschliche Sein in die Dynamik des Seins Ganzen eingebettet ist und wie der Mensch dieses Eingebettetsein erlebt. Bevor ich auf diese beiden Werke eingehe, möchte ich zunächst noch einmal einen Blick auf seine geistige Entwicklung während der Ausbildung im Kloster werfen und der Frage nach möglichen Gründen für seine geistige Abkehr von der Kirche und ihren Lehren nachgehen. Ich glaube, dass sich sein Denken irgendwie inspirieren ließ von falscher Lektüre, heimlich im Kloster,
dass sich sein Denken irgendwie inspirieren ließ von einem Denken, das sich außerhalb der Klostermauern und außerhalb der Universitäten in Kunst und Kultur des Bürgertums Bahn gebrochen hatte. Ein Denken, das die Sinnlichkeit und die sinnliche Wahrnehmung wichtig zu nehmen begann. Auch die beginnende Naturwissenschaft nahm die sinnliche Erfahrung wichtig. Man begann, den Kosmos zu beobachten und die Körper zu sezieren. Er fand Mikroskope und Teleskope. Bruno wird aber kein Naturwissenschaftler werden wie Kopernikus, den er lobt. Doch seine Art, über die Dinge der Welt nachzudenken, bekamen einen neuen, die sinnliche Wahrnehmung wichtig nehmenden, von der sinnlichen Wahrnehmung ausgehenden, aber in den Klostermauern verpönten Impuls. Bruno gibt selbst einen Hinweis, wie sich die Denkart charakterisieren lässt, die er sich aneignete und der er dann auch seine kosmologischen, das Seiende im Ganzen betreffenden Einsichten verdankt. In den heroischen Leidenschaften sagt er einmal, Zitat, durch die Augen tritt er ein, mein Gott, und im Sehen wird er geboren, lebt, gedeiht, hat ein ewiges Reich. Zitat Ende. Dieser Satz ist als Methodenbekenntnis zu werten. Wahre Einsicht ist auf die Sinnlichkeit und das Schauen angewiesen. Wer verstehen will, muss die Augen offen halten und dem sich Zeigenden nachsinnen. Der darf das, was er sieht, ernst nehmen und ihm zutrauen, dass es unsere Vernunft auf die Spur der wahren Idee des Ganzen zu setzen vermag. Die Sinnlichkeit arbeitet der Vernunft zu. Sie gewährt ihr Zugang zu dem, was es zu denken und gedanklich zu ordnen gilt. Die Denkart, die Bruno sich angewöhnt und aus der heraus er dann auch seine Natur- und Gotteserkenntnis schöpft, gleicht in vielem derjenigen Goethes, der über sich selbst sagt, Zitat Goethe, dass mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere, dass die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe, das ist in das Denken, eingehen und von ihm, das ist das Angeschaute, auf das Innigste durchdrungen werden, dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sei. Zitat Ende. Goethe also bleibt, wie Bruno es auch getan hat, mit seiner Erkenntnismethode im Kreis der Anschauung, wie es Rüdiger Safranski in seiner Goethe-Biografie einmal ausgedrückt hat. Welches Naturverständnis sich bei Goethe auf der Grundlage dieser Erkenntnisart, die im Kreise der Anschauung bleibt, ausgebildet hat, ist bekannt. Sein Naturverständnis ist, wie bei Bruno auch, ein pantheistisches. Mit Goethes und Brunos Naturbetrachtungen verhält es sich so. Sie betrachten das Natureinzelne bzw. die Naturphänomene. Diese werden ihnen Zugang zum Prinzip der Natur und zum Ganzen der Natur, ohne dass sie deswegen schon Naturwissenschaftler wären. Naturwissenschaftler messen und wiegen, das tut Goethe nicht und auch Bruno nicht. Sie finden beide einen Zugang zum Prinzip und zum Ganzen der Natur, den man mit einem Begriff Spinozas Scientia intuitiva nennen darf. Scientia intuitiva bedeutet, beim Betrachten des konkreten Naturphänomens, zum Beispiel auf einem Waldspaziergang, einen intuitiven Zugang zum Naturganzen und zu seinen Prinzipien zu finden und zugleich vom Ganzen her das Einzelne, das man ja konkret angeschaut hat, als Teil des Ganzen zu begreifen. Goethe zum Beispiel bekennt sich ausdrücklich zur Erkenntnisart der Scientia intuitiva. In einem viel zitierten Brief an Jacobi aus dem Jahre 1786 heißt es, Zitat Goethe, wenn du sagst, man könne an Gott nur glauben, so sage ich dir, ich halte viel aufs Schauen. Und wenn Spinoza von der Scientia intuitiva spricht, so geben mir diese wenigen Worte Mut, mein ganzes Leben der Betrachtung der Dinge zu widmen. Zitat Ende. Ich glaube, man darf sagen, der Kontakt mit der Denkwelt der sinnesfrohen Spätrenaissance hat bei Bruno zu einer Denkungsart geführt, die man mit Spinoza und Goethe Scientia intuitiva nennen darf. Wie später dann auch bei Goethe, ist Bruno das Sehen zum Geburtshelfer seines pantheistischen Naturverständnisses geworden. Man muss sich vorstellen, worauf die Klosterzöglinge im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts eingeschworen wurden. Das Klosterleben bedeutete Disziplin, Gehorsam, Meditation, Gebet, Seelsorge.
Theologie wurde an der Universität in einer von vier Fakultäten gelehrt. Bruno wurde zum Theologen ausgebildet. Das heißt, er wurde geschult, das Philosophieren zu nutzen, um das Offenbarungswissen zu verteidigen. Und natürlich wurde man damit auch gerüstet für den theologischen Kampf gegen die Reformation. Philosophie, die Grundlagen des richtigen Denkens, wurden in der Artistenfakultät gelehrt. Im Trivium zusammen mit Grammatik und Rhetorik. Und die Philosophie war sehr stark von Aristoteles geprägt. Kurz, Bruno wurde ausgebildet, streng philosophisch, aristotelisch denkend, schon feststehende kirchliche Glaubenswahrheiten zu besprechen und zu verteidigen. Schon während der Ausbildung muss er dann aber, wie gerade gehört, mit dem anschauenden Denken in Berührung gekommen sein, einem Denken, einem Spekulieren, das von der Welt, der Natur und ihren Phänomenen inspiriert ist und das ihn zu Einsichten führen wird, die in Konflikt stehen mit dem, wie man ihn und was man ihn zu denken lehrte in der Theologieausbildung. Wie hätte er auf diesen in seinem Denken aufbrechenden Konflikt reagieren können? Er hätte ganz auf eine theologische Ausbildung verzichten können, hätte aus dem scholastischen Wissenschaftsbetrieb aussteigen können, hätte irgendwie versuchen können, bürgerlich zu werden und Gedichte oder Stücke fürs Theater zu schreiben. Das Letztere hat er übrigens auch getan. Oder er hätte einfach schweigen können, wie es andere sicherlich auch getan haben. Hätte er das, was er frei und getragen von der neuen Zukehr zu den Phänomenen, zu dem, was man erfahren konnte über die Sinne, hätte er davon geschwiegen, wäre nichts passiert. Er hätte eine Karriere als Theologe haben können, um den Preis eines unaufgelösten inneren Zwiespaltes, der sich mit etwas psychotechnischem Geschick auch verdrängen und mit dem sich sicherlich ganz gut leben lässt. Man muss nicht alles nach außen tragen, aber genau dafür hat er sich entschieden. Er wollte sein Denken auch lehren. Er wollte mit seinen ketzerischen Ideen, und dass es ketzerische Ideen waren, muss ihm bewusst gewesen sein, in europäischen Universitäten reüssieren. Wenn ich mir die Frage stelle, wie seine geistige Entwicklung in der Zeit seiner Ausbildung verlief, muss ich unwillkürlich an Schelling, Hölderlin und Hegel denken, die im Tübinger Stift Kant und Rousseau lasen und gierig aufnahmen, was in Frankreich passierte. Eigentlich sollten sie zu protestantischen Pfarrern ausgebildet werden, aber sie wurden die berühmtesten Philosophen des deutschen Idealismus und Hölderlin einer der bedeutendsten Poeten deutscher Zunge. Auch zu Zeiten, in denen Bruno ausgebildet wurde, geschah außerhalb der Klostermauern ein geistiger Aufbruch. Vielleicht nicht so punktuell wie 1789, aber doch von großer geistesgeschichtlicher Bedeutung. Der Humanismus war im Gange. Bruno las verbotenerweise Schriften von Erasmus von Rotterdam. Außerhalb der Klostermauern bildete sich eine der Welt und der Sinnlichkeit zugeneigte und die Sinne wichtig nehmende Geisteshaltung aus. In den Städten, bei den Bürgern gab es weltliche Dichtung und Theater. Sich für ein freies, unangepasstes Denken zu entscheiden, war auch am Ende des 18. Jahrhunderts schwierig, wie die Karrieren von Schelling, Hegel und Hölderlin zeigen werden. Aber es war nicht tödlich. Für Bruno aber wird es tödlich werden. Er entschied sich dafür, auf ein freies, anschauendes Denken zu setzen und die Früchte dieses Denkens zu veröffentlichen und an den Universitäten zu lehren, um Anerkennung in der damaligen Gelehrtenwelt zu finden. Auf seiner Reise durch Europa können wir ihm dabei zuschauen, wie er versucht hat, dieses Vorhaben umzusetzen und letztlich gescheitert ist. Er wandert noch eine Weile durch Italien, taucht auf in den Städten Savona, Turin, Venedig, Padua, Brescia. In Brescia entsteht eine Schrift, von der wir wissen, die aber verloren ging, und reist dann schließlich nach Genf. Er immatrikuliert an der Genfer Universität, er tritt zum Calvinismus über, es kommt zum Streit und zu einer Inhaftierung wegen der Drucklegung einer ebenfalls verlorenen philosophischen Streitschrift, und er reist wieder ab aus Genf. 1579 bis 81 Privatvorlesungen in Toulouse über Aristoteles De Anima. Auch hier in Toulouse muss eine Schrift entstanden sein, auch sie ist verschollen. Er gerät in die Wirren des Hugenottenkrieges und verlässt Toulouse. 1581 bis 1583 ist er in Paris und hält Privatvorlesungen. Ihm wird eine Audienz bei König Heinrich III. Von Frankreich gewährt.
Es entstehen Schriften zur Gedächtniskunst und auch eine Komödie. 1583 bis 86 dann ist er in London. Bruno kam im April des Jahres 1583 in London an, einer prosperierenden, überfüllten Stadt mit katastrophalen hygienischen Zuständen. Chronisten berichten von allsommerlichen Heimsuchungen durch die Beulenpest. Möglicherweise war auch schon der damals 19-jährige William Shakespeare, dessen Aufstieg zum bedeutendsten Dramatiker des Landes allerdings erst noch bevorstand, unter den ca. 70.000 Einwohnern, die sich innerhalb der Stadtmauer drängten. Das elisabethanische Zeitalter stand in voller Blüte. Die Königin residierte im Whitehall-Palast, an Wochenenden auf Windsor Castle, und ihre Flotte wird im Jahre 1588, dem Geburtsjahr von Thomas Hobbes, die spanische Armada vernichten schlagen und England die Vorherrschaft auf den Weltmeeren sichern. Zu diesem Zeitpunkt allerdings, 1588, wird Bruno schon wieder weg sein, unterwegs in deutschen Landen. Er blieb nur bis ins Jahre 1586 in England. Und er bemühte sich darum, mit seinem Denken Gehör zu finden, sowohl bei Hof als auch an der ca. 90 Kilometer Themse aufwärts gelegenen Universität von Oxford. Letzteres zumindest scheint ihm nicht gelungen zu sein. Wenn zutrifft, was die Quellen nahelegen, so nahm er teil an Disputationen, die die Oxforder aus Anlass des Besuches des polnischen Grafen Albert Laski veranstalteten. Brunos Reden mit mehrheitlich wohl astronomisch-kosmologischem Inhalt gerieten zum Fiasko. Sein Auftreten muss äußerst unbescheiden gewirkt und sein überbordender Gedankenfluss verworren geklungen haben. Außerdem wurde ruchbar, er habe Teile seines Vortrages von Marsilio Ficino übernommen. Jedenfalls hat er sich dadurch die Chance, in Oxford lehren zu dürfen, verspielt. Bruno selbst schildert die Episode im Aschermittwochsmahl, seiner ersten Londoner Schrift, sieht sein Scheitern aber der Borniertheit und Sturheit der englischen Gelehrten geschuldet. Zitat Bruno: Dieses glückliche Land steht im Augenblick unter dem Stern des Dünkels und verstocktester pedantischer Unwissenheit, gepaart mit bäurischer Unhöflichkeit, bei der selbst Jupiter die Geduld verlieren würde. Wenn ihr es nicht glaubt, begebt euch nach Oxford und lasst euch erzählen, was dem Nolaner, also ihm, dort widerfahren ist, als er in Anwesenheit des polnischen Fürsten Laski und englischer Adliger mit jenen Doktoren der Theologie öffentlich disputierte. Lasst euch erzählen, wie man auf seine Argumente zu antworten verstand und wie jener arme Doktor, der als Leuchte der Akademie bei diesem bedeutenden Anlass dem Nolaner entgegengetreten war, durch 15 Schlussfolgerungen 15-mal in die Enge getrieben wurde und nicht mehr ein- noch auswusste. Lasst euch berichten, mit welcher Unhöflichkeit und Frechheit dieses Schwein vorging und welche Geduld und Menschlichkeit der Nolaner dagegen aufbrachte. Zitat Ende. Das Aschermittwochsmahl ist, wie es für den Oxforder Vortrag selbst wohl auch gedacht war, eine Würdigung der Lehre des Kopernikus, dessen Einsichten Bruno jedoch nicht weit genug gingen. Zitat: Doch wer vermöchte trotz alledem die Großmut dieses Deutschen in vollem Maße zu würdigen, welcher ohne Rücksicht auf die törichte Menge sich so fest gegen den Strom der gegenteiligen Überzeugungen gestellt hat? Wenn dieser Deutsche auch nicht genügend Mittel besaß, dem Irrtum nicht nur Widerstand zu leisten, sondern ihn auch vollends besiegen zu können. Zitat Ende. Bruno war überzeugt, zum vollständigen Sieg über die Irrtümer des immer noch herrschenden ptolemäischen Weltbildes braucht es mehr als experimentelle Beobachtung und die Mathematik, die Kopernikus so glanzvoll angewandt hat, um zu belegen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Denn auch wer geneigt war, Kopernikus zu glauben, konnte nach wie vor der Überzeugung sein, dass das All eine geschlossene, in eine sub- und translunare Sphäre unterteilte Kugel sei. Bruno fragt, Zitat: Doch was ist dann außerhalb dieses begrenzten und endlichen Kosmos? Ist die Welt ein Ding, das nirgends ist?
ist außerhalb des Alls nur Gott, der die Welt geschaffen hat, sodass Gott der Ort aller Dinge ist? Wie aber kann der reine Geist der Ort körperlicher Dinge sein? Ist die Lehre von der Begrenztheit der Welt nicht sogar unvereinbar mit der unendlichen Schöpferkraft Gottes? Zitat Ende. Bruno glaubt, dass sich Fragen wie diese nicht durch Sternenbeobachtung und Mathematik, sondern nur durch vorurteilsfreie Naturphilosophie beantworten lassen. So hat Kopernikus zwar die kosmologische Wende eingeleitet, aber nur die Naturphilosophie kann sie zu Ende führen. Zitat Bruno: Wer möchte so undankbar sein, um nicht anzuerkennen, dass dieser Mann, gemeint ist Kopernikus, von den Göttern gewissermaßen als die Morgenröte eines besseren Tages vorausgesandt ist, um dem Sonnenaufgang der wahren alten Philosophie voraufzugehen, die lange Jahrhunderte in den dunklen Schachten anmaßender und schneidischer Unwissenheit begraben gewesen ist. Zitat Ende. Die Unwissenden, das sind Gelehrte, wie Bruno sie in Oxford getroffen hatte. Begriffsjongleure ohne echten philosophischen Impuls. Und Bruno selbst? Seine Schilderung der Oxforder Verhältnisse zeigt auffällige Parallelen zu Platons Höhlengleichnis. Für den Sonnenaufgang der wahren Philosophie braucht es einen wie ihn, einen, der der Philosophie ihre antike Größe und Weite zurückgewinnt und Verhöhnung und Gelächter nicht fürchtet. Bruno denkt sich in die Rolle des Befreiers hinein, der keinen Dank erwarten darf für seine Befreiungstat. Hier also im Aschermittwochsmahl sehen wir Bruno in Position gebracht. Er lobt Kopernikus, weil der damit angefangen hat, das alte Weltbild zu verändern. Aber er, Bruno, wird das, was Kopernikus angefangen hat, zu Ende bringen müssen. Allerdings nicht als Naturwissenschaftler, sondern als Naturphilosoph, indem er nachdenkt, spekuliert über die Natur auf der Grundlage ihrer sinnlichen Wahrnehmung. Um das, was Kopernikus begonnen hat, zu Ende zu bringen, muss er in die Höhle der Verblendeten, in die Universitäten, wie jetzt zum Beispiel Oxford, gehen und sich verständlich machen. Um verständlich zu sein, um mit seinen neuen Ideen überhaupt mitreden zu können, muss er sich einlassen auf die Wissenschaftssprache der Zeit und auf die Art, wie man gewohnt war zu denken und wie man gewohnt war vorzugehen, um Probleme zu diskutieren und zu lösen. Wer heute nach den letzten Dingen, nach den letzten Ursachen und Prinzipien der Welt fahndet, wird Physiker. Wer das damals zu Brunos Zeiten tun wollte, tat das zumeist als Philosoph, trotz Kopernikus und der beginnenden modernen Naturwissenschaft. Als Philosoph über Natur nachdenken, das heißt zu Zeiten Brunos, man versucht die Welt und all ihre Phänomene mit begrifflichen und alle Begriffe systematisch aufeinander beziehenden Mitteln zu erfassen und zu verstehen, und zwar auf eine Weise, die Aristoteles das Mittelalter gelehrt hatte, nachdem er im Hochmittelalter wiederentdeckt wurde und von Leuten wie Thomas von Aquin und seinem Lehrer Albertus Magnus für die Verteidigung christlicher Glaubenswahrheiten brauchbar gemacht wurde. Wenn ich sage, die aristotelische Art zu philosophieren wurde brauchbar gemacht für die Verteidigung der christlichen Glaubenswahrheiten, dann meint das, die Art, wie Aristoteles die Welt systematisch zu begreifen versuchte, wurde zwar übernommen, wurde aber zugeschnitten auf die christlichen Glaubenswahrheiten, durfte den christlichen Glaubenswahrheiten nicht widersprechen. Man spricht davon, dass sich an den Universitäten ein orthodoxer Aristotelismus, ein mit Aristoteles richtig umgehender Aristotelismus ausgebildet hat. Das heißt aber auch, und Bruno wird das in der Ursacheschrift, zu der ich jetzt komme, vorführen, man konnte mit den aristotelischen Vorgaben auch ein mit der christlichen Lehre nicht mehr übereinstimmendes Weltbild begründen. Dazu musste man diese Vorgaben nur etwas anders als gewöhnlich interpretieren, musste mit ihnen anders weiterdenken, als es die christlichen Theologen taten. Sie werden immer wieder lesen, Bruno hat Aristoteles kritisiert. Ich glaube, es ist besser zu sagen, er hat den damals herrschenden Aristotelismus kritisiert und sehr wohl gesehen, was für ein großer Philosoph Aristoteles war. Bruno begreift die Welt, wir können auch sagen, das Universum, als eine unendliche Einheit. Es gibt nichts außer ihr.
wenn er erklärt, was es mit dieser unendlichen Einheit auf sich hat, wie man sich diese unendliche Einheit denken muss, dann greift er auf die aristotelische Ursachenlehre zurück. Denkt mit ihr aber anders weiter, als es die christlichen Theologen tun, um theologische Auffassungen zu stützen. Ich gehe in diesem Vortrag auf Brunos heterodoxen Aristotelismus und seine der Orthodoxie widersprechende Art, mit Hilfe der aristotelischen Ursachenlehre über Ursache und Prinzip des Kosmos nachzudenken, nicht näher ein, sondern präsentiere Ihnen mit wenigen Worten das Ergebnis von Brunos Frage nach der unendlichen Einheit des Universums. Bruno wird lehren: Die unendliche Einheit des Universums ist eine ewige, als Ganzes und in allen ihren Teilen lebendige und damit sich auch ständig im Wandel befindliche Gottmaterie. Gottmaterie meint, wenn man irgendetwas Gott heißen darf, so Bruno, dann diese unendliche und ewige und lebendige Materie. Sie ist das Einzige, was ist. Außer oder neben ihr gibt es nichts. Sie ist das Einzige, dem wir im vollen Sinne Sein zusprechen können. Sie ist das Einzige, von dem wir im substanziellen Sinne sagen können, dass es ist. Von allem anderen können wir das nur im akzidentiellen Sinne sagen. Das heißt, all das, was unser Denken als selbstständig Seiendes glaubt, ansprechen zu können, ein Sandkorn zum Beispiel, ein Baum, ein Planet, ein Mensch, das sind nur Aspekte des einen wahren Seienden. Das alles ist nur Wellengekräusel auf dem allumfassenden, unendlichen Materiemeer. Dieses Materiemeer, die Gottmaterie, ist lebendig, weil in ihr eine Kraft wohnt, die Bruno Weltseele nennt. Die Weltseele ist eine Geisteskraft. Insofern sie Geist ist, kennt sie alle nur denkbaren Gestaltungen, die die Materie annehmen kann. Insofern sie Kraft ist, lässt sie all diese denkbaren Gestaltungen auch immerzu aus der Materie hervorgehen. Aufs Ganze des lebendigen, unendlichen Kosmos gesehen, sind dann tatsächlich auch alle Gestaltungen, die die Gottmaterie annehmen kann, jederzeit aktuell realisiert, wie Bruno sagt. Mit Blick auf die unendlich vielen Teile des Kosmos, die auch alle lebendig sind, auch ein Kristallsplitter ist lebendig, sagt Bruno, sie realisieren, insofern sie Teile des unendlichen Materiemeeres sind, aktuell zwar immer nur eine der unendlich vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die sein können, kennen aber zugleich, insofern sie vom Weltgeist durchdrungen werden, alle Gestaltungsmöglichkeiten, die sein können und die im Kosmos als Ganzes ja auch jederzeit aktuell realisiert sind. Das ist eine für das Verständnis des brunianischen Denkens wichtige Einsicht. Jedes Etwas, zum Beispiel ein Kristallsplitter, ein Baum, ein Mensch und so weiter, ist die aktuelle Realisierung einer der unendlich vielen Formen und Gestaltungsmöglichkeiten der Gottesmaterie. Kennt aber im Sinne von trägt, meist unbewusst in sich, zugleich alle Möglichkeiten, die sein können. Und kommt dadurch in ein niemals abschließbares Streben nach all diesen Gestaltungsmöglichkeiten hinein. Nochmal, jedes Teil des Ganzen trägt in sich die unendlich vielen Möglichkeiten, die im Kosmos als Ganzes gesehen jederzeit realisiert sind. Bruno drückt das auch anders aus. Er sagt, die Weltseele, die Geisteskraft, die im Schoße der Materie ruht und die alle nur denkbaren Gestaltungen, die die Materie annehmen kann, auch immerzu aus der Materie hervorgehen lässt und aufs Ganze des Universums gesehen auch aktuell realisiert sein lässt, diese Geisteskraft ist, Zitat, ganz in jedem Ding anwesend. Zitat Ende. Die Dialogpartner in der Schrift von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen sind irritiert. Sie fragen, wie es sein kann, dass in jedem noch so winzigen Teil des lebendigen Naturganzen die formende und alle Formen kennende Weltseele ganz anwesend ist. Bruno antwortet, Zitat, lasst euch also in aller Kürze sagen, dass die Weltseele nicht etwa in der Weise wie ein materieller Gegenstand überall und in jedem Teil ganz gegenwärtig sein kann, sondern sie ist vielmehr auf geistige Weise überall ganz. Wie zum Beispiel, grob gesagt, eine Stimme,
von der ihr euch vorstellen könnt, dass sie ganz im ganzen Zimmer ist und in jedem seiner Teile, da sie doch überall ganz zu hören ist. So wie diese von mir gesprochenen Worte von jedem ganz vernommen werden und wären es auch 1000 Anwesende. Und wenn meine Stimme über die ganze Welt reichen könnte, so wäre sie überall ganz. Nun also sage ich euch, dass die Seele nicht wie ein Punkt unteilbar ist, sondern gewissermaßen wie die Stimme. Die Weltseele ist ganz in jeglichem Teil, wie auch die Stimme ganz in allen Teilen dieses Saales zu hören ist. Zitat Ende. Das heißt, jeder Teil des Universums trägt all die Entwicklungen, die der Gottmaterie möglich sind, der Potenz nach in sich und strebt danach, mit oder ohne Bewusstsein, all diese Entwicklungsmöglichkeiten, die der Kosmos als Ganzes ja, insofern er eine unendliche Einheit ist, in jedem Moment realisiert bzw. verwirklicht hat, auch zu verwirklichen. In ihrer Unendlichkeit hat die göttliche Einheit des Naturganzen alles, was sein kann, immer schon verwirklicht. Alle Teile dieses Naturganzen aber sind auf ewig unterwegs, der Stimme, die sie ganz hören, zu folgen, um dahin zu kommen, wo das Universum als unendliches Ganzes gesehen immer schon ist. Sie können sich denken, wer so über Gott, Natur, die Welt, den Kosmos am Ende des 16. Jahrhunderts denkt, wie Bruno es in der Schrift von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen dargelegt hat, der steht quer zu allem, was damals als vertretbare Lehre gelten konnte. Mit der zweiten Londoner Schrift, auf die ich jetzt etwas näher eingehen möchte, mit der Schrift von den heroischen Leidenschaften, wendet sich Bruno einem besonderen Teil des Kosmos zu, dem Menschen. Und er erklärt, wie es für einen bewussten Teil des göttlichen Naturganzen ist, Teil dieses Ganzen zu sein. Die Frage ist jetzt, in der Schrift von der heroischen Leidenschaft, wie begegnet dieses ewige, niemals ans Ziel kommende und dennoch immer weiter strebende Drängen des Weltgeistes, das alle Dinge einer grundsätzlichen Strebensdynamik ausgesetzt sein lässt, einem Teil, der diese grundsätzliche Strebensdynamik auch erleben kann? Wie prägt und bestimmt sie den Menschen in seinem Selbstgefühl und damit in seinem Selbstverständnis? Bruno wird in der Schrift von den heroischen Leidenschaften zwei Arten vergleichen, wie das ewige strebende Drängen des Weltgeistes vom Menschen erlebt werden kann. Er vergleicht das Streben der gewöhnlichen Liebe nach dem Geliebten mit dem philosophischen Streben nach Erkenntnis der Wahrheit über die Wirklichkeit. Das philosophische Streben ist ja auch eine Form der Liebe. Denken Sie bitte daran, dass Platon im Gastmahl die Philosophie im Dämon Eros personifiziert hat. Wenn wir gewöhnlich lieben, erleben wir das alles durchwirkende Streben des Weltgeistes auf eine Art, die uns nicht durchschauen lässt, was im Grunde geschieht. Und im Grunde geschieht eben, dass der Weltgeist alles strebend durchwirkt. Vielmehr erleben wir das Streben des Weltgeistes als unser individuelles Streben nach den unterschiedlichsten Zielen, zum Beispiel als unsere individuelle Sehnsucht nach dem Geliebten. Wenn wir aber philosophieren, kann es geschehen, dass wir ein kosmisches Bewusstsein ausbilden. Das heißt, dass wir verstehend erleben, was wir jetzt schon wissen, dass nämlich unser gewöhnliches Streben nur Teil des alles durchwirkenden göttlichen Strebens ist. Und dass unser gewöhnliches Streben den Gesetzen gehorcht, denen auch das göttliche, alles durchwirkende Streben gehorcht. Es ist ja auch nichts anderes als das alles durchwirkende göttliche Streben. Nur dass wir das, wenn wir gewöhnlich lieben, nicht erkennen. Durch das philosophische Lieben eröffnet sich also die Möglichkeit der Selbsterkenntnis, der Selbstdurchsichtigkeit und damit zugleich der Erkenntnis des Natur- und Weltprinzips. Bruno beschreibt mit Hilfe des Aktaion-Mythos, der in seiner berühmtesten Fassung von Ovid überliefert wurde, wie eine von der sinnlichen Anschauung sich leiten lassende Suche nach Ursprung und Prinzip der Natur zu uns selbst, zur Selbstdurchsichtigkeit und zur intuitiv erfahrenen Einsicht führt, dass wir unaufhebbar mit hineingehören und eingebunden sind in die strebende Naturdynamik.
Die Kurzfassung des Arkaion-Mythos geht so. Arkaion entdeckt auf der Jagd die Göttin Diana nackt beim Bade. Zur Strafe dafür wird er in einen Hirsch verwandelt und von seinen eigenen Hunden zerrissen. In den Worten Brunos, Zitat, in den Wäldern die Bluthunde und Windhunde macht der Jüngling Arkaion los, da das Schicksal ihm einen Weg voll Zweifel und Unsicherheit weist, den wilden Waldtieren auf der Spur. Und siehe, zwischen den Wassern den schönsten Körper, das schönste Gesicht, das Mensch und Gott je wohl zu sehen vermögen, in Purpur und Alabaster und feinem Gold sah er, und der große Jäger ward zur Beute. Den Hirsch verschlangen bald seine vielen großen Hunde. Ich schicke meine Gedanken aus nach erlesener Beute, und sie, zu mir zurückgekehrt, geben mir den Tod mit grausam wilden Bissen. Zitat Ende. Wie deutet Bruno diesen Mythos? Arkaion, so seine Erläuterung unmittelbar im Anschluss an diese Textstelle, Zitat, Arkaion steht hier für den Intellekt auf der Jagd nach göttlicher Weisheit im Augenblick des Erfassens der göttlichen Schönheit. Zitat Ende. Das ist eine platonische Denkbewegung. Arkaion fasst die Schönheit der Natur in ihrem Prinzip als göttliche Schönheit eben. Von dieser bloßen, nackten, von Arkaion zwischen den Wassern entdeckten göttlichen Schönheit zeigt uns die Schönheit der sinnlich wahrnehmbaren Natur nur einen Abglanz. Warum wird Arkaion im Moment der Prinzipienerkenntnis zur Beute seiner eigenen Hunde? Wie rächt sich Diana für den erjagten Blick auf sie? Arkaions Windhunde, das ist, Zitat, die Tätigkeit des Intellekts, die seinen Bluthunden, das ist, Zitat, die Tätigkeit des Willens vorauseilen und ihnen den Weg leuchten, bekommen die Wahrheit nicht einfach zu fassen. Doch die Bluthunde hören nicht auf, die Windhunde anzutreiben, bis diese schließlich doch die Wahrheit mehr intuitiv als begrifflich diskursiv zu sehen bekommen. Die Natur offenbart sich Arkaion als ein göttliches, aber unendliches Ganzes. Ein Ganzes, und das ist entscheidend, in das er selbst mit seinem Wesenskern hineingehört. Das bedeutet, die Entdeckung der Prinzipien der unendlichen göttlichen Natur fällt auf den Entdecker zurück. Er erkennt diese Prinzipien in sich selbst am Werk, in der Nichtabschließbarkeit des eigenen Philosophierens. Er erkennt das und wie der unendliche Gott in ihm und er im unendlichen Gott ist. Wir haben es also mit einer Gotteserkenntnis zu tun, bei der der Gottsucher Gott in sich selbst am Werk entdeckt. Bruno sagt über die Verwandlung, die dem philosophischen Wahrheitssucher bevorsteht, Zitat, durch den geistigen Kontakt mit jenem göttlichen Objekt wird er, der Wahrheitssucher, selbst zu einem Gott, Zitat Ende. Und Seiten später heißt es, Zitat, durch sein Bestreben, so weit wie möglich in das Göttliche einzudringen, ist er in Gott und Gott in ihm, Zitat Ende. Die Natur ist ein lebendiges, geistdurchwirktes, unaufhörlich an sich selbst webendes Gewebe. Arkaion erkennt, dass er ganz eingewoben ist in dieses Gewebe und dass er mitwebt an diesem Gewebe, in dem er lebt und philosophiert. So wie das Ganze in sich niemals zur Ruhe kommt, wird auch sein philosophisches Streben rastlos bleiben. Sein geistiges Ringen um die Erkenntnis der Alleinheit wird also die Wahrheit des Ganzen nie einholen können. Genauer gesagt, wird sein philosophisches Streben die Wahrheit des Ganzen in dem Moment einholen, in dem es seine wesenhafte Uneinholbarkeit intuitiv erkennt und diese Wahrheit auch für sich selbst und sein strebendes Leben akzeptiert. Sein eigenes Streben ist genauso unabschließbar wie das Streben alles Seienden. Ein an- und heimkommendes Ende seines Strebens kann es also und wird es niemals geben. Dieser Welt- und zugleich Selbsterkenntnismoment ist der Moment, in dem ihn seine Hunde zerreißen. Von nun an, als Folge der intuitiv gewonnenen Selbstdurchsichtigkeit, wird er mit der wesenhaften Unabgeschlossenheit seines Strebens, die nichts anderes ist als Gott in ihm, leben müssen. Ja, er wird diese wesenhafte göttliche Unabgeschlossenheit und Unruhe, die ihn ausmacht, sogar lieben lernen.
Es ist also eine ungewöhnliche Selbst- und zugleich Gotteserkenntnis, von der Bruno kündet. Ferdinand Fellmann, der in die Meiner Ausgabe der heroischen Leidenschaften einleitet, sagt, Zitat, denn die Gottheit, die Bruno den Erkennenden in sich selbst schauen lässt, ist nicht die reine Wirklichkeit des in sich ruhenden Aktes, sondern die Möglichkeit des Unbefriedigtseins, die unendliche Bewegung des Willens, in der der Erkennende mit dem Kreislauf des kosmischen Prozesses verbunden ist. Im triebhaften Wechsel aller Gestalten des inneren und äußeren Seins treffen sich Kosmologie und Anthropologie. Zitat Ende. Augustinus hat in den Confessiones einmal gesagt, Fecistinos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec resquiecat in te. Auf dich hin, o Herr, hast du uns geschaffen, und unruhig bleibt unser Herz, bis es ruht in dir. Brunos Philosophie dagegen kennt kein Ende menschlichen Strebens, keine ewige Herzensruhe am Ende unserer Gottessuche. Die Erkenntnis, dass wir immer schon in Gott sind und Gott in uns, ist im brunianischen Denken verbunden mit der Einsicht, dass wir keine ewige Ruhe erwarten dürfen, sondern dass ewige Unruhe, immerwährendes Streben und niemals endgültiges Ankommen bleiben werden. Die mithilfe der Philosophie erlangte Selbstdurchsichtigkeit wird also nichts ändern an unserer grundsätzlichen Situation. Was sich einzig ändern wird, das ist unser Verständnis dieser Situation. Wir verstehen jetzt, was wirklich geschieht, was aufs Ganze gesehen geschieht und was mit jedem Teil des Kosmos auf alle Ewigkeit geschieht und geschehen muss. Im Erleben bewusstseinsfähiger Wesen stellt sich dieses Geschehen dar als ständiges Streben nach Glück, nach Vereinigung mit dem Geliebten, aber auch ständige Enttäuschung, weil Glück nur eine Weile währt und dann kommt wieder Leid und neue Sehnsucht. Die intuitiv gewonnene Selbst- und zugleich Gotteserkenntnis konfrontiert uns also mit einer ernüchternden Einsicht. Wenn, wie es immer wieder geschieht, Süße von Bitterkeit oder Freude von Leid begleitet werden, so ist das kein Beleg dafür, dass man etwas falsch gemacht hat oder dass der andere vom Glück, man selbst aber vom Pech verfolgt wird, im Gegenteil. Die Verhältnisse im Sein spiegeln sich wieder in der Art, wie menschliches Streben notwendiger und unumgänglicherweise verfasst ist und erlebt werden muss. Bitterkeit ist kein Betriebsfehler menschlicher Lebensführung, sie ist mit der Süße unlösbar verwoben. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Gott zu lieben heißt, diesen nie endenden Wechsel von Verlangen, Enttäuschung, Schmerz und erneuter Sehnsucht, diese wesenhafte Unruhe zu lieben. Bruno nennt das heroische Liebe. Der heroisch Liebende akzeptiert diesen immerwährenden Wechsel von süßem Verlangen und schmerzender Enttäuschung und übt einen ruhig und heiter bleibenden Umgang damit ein. Ich denke, dass eine Passage aus Nietzsches Werk Menschliches, allzu Menschliches sehr gut verdeutlicht, aus welcher Überzeugung heraus der heroisch liebende Mensch denkt und handelt. Zitat Nietzsche. Wer nur einigermaßen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich auf Erden nicht anders fühlen denn als Wanderer. Wenn auch nicht als Reisender nach einem letzten Ziele, denn dieses gibt es nicht. Wohl aber will er zusehen und die Augen dafür offen haben, was alles in der Welt eigentlich vorgeht. Deshalb darf er sein Herz nicht allzu fest an alles Einzelne anhängen. Es muss in ihm selber etwas Wanderndes sein, das seine Freude an dem Wechsel und der Vergänglichkeit habe. Zitat Ende. Zurück zu Bruno. Wer gewöhnlich liebt, wer liebt wie die meisten lieben, die keine Selbstdurchsichtigkeit erlangt haben, der sieht nicht, will nicht sehen, dass menschliches Streben, wie alles Streben im Kosmos, nie ankommt, dass alles Glück nur auf Zeit ist, dass dem hoffnungsfrohen Verlangen immer wieder Enttäuschung und Schmerz folgt. Der philosophisch und heroisch Liebende kann nur noch den Kopf schütteln über den naiven Glauben der gewöhnlich Liebenden.
Bruno tut das ausgiebig. Er schüttelt ausgiebig den Kopf über die gewöhnliche Liebe und macht sich lustig über die gewöhnlich Liebenden. Über Männer, die Frauen hinterherjagen, statt der Wahrheit, sagt er, sie bieten ein mitleiderregendes Schauspiel. Dieses mitleiderregende Schauspiel ist auch der Inhalt vieler Werke der italienischen Renaissance-Literatur, die im Gefolge der petrarchischen Liebeslyrik die weltliche Liebe zu ihrem Lieblingsthema erkoren hat. Auch über diese Liebeslyrik wird Bruno nicht müde zu schimpfen. Zitat: Seht also nun auf Papier gedruckt, in Bücher eingegossen, vor die Augen gestellt und vor den Ohren zu Tönen gebracht. Einen Lärm, ein Getöse, einen donnernden Schwall von Allegorien, Impressen, Mottos, Briefen, Sonetten, Epigrammen, Büchern, weitschweifendem Gekritzel, von Todesschweiß, verbrauchtem Leben, so schrill, dass die Sterne davon taub werden, mit Klagen, deren Echo bis in die Höhlen der Unterwelt gelangen. All dies für jene Augen, jene Wangen, jenen Busen, jenes Weiß, jenes Rot, jene Zunge, jene Zähne, jene Lippen, jene Locke, jenes Gewand, jenes Tuch, jenen Handschuh, jenes Schüchchen, jenen Pantoffeln, jene Sittsamkeit, jenes Lächeln, jenen Schmollmund, jenes verwaiste Fenster, jene verfinsterte Sonne und so weiter. Zitat Ende. Brunos eigentliches Thema in den heroischen Leidenschaften ist eben nicht die gewöhnliche, sondern die Gottesliebe. So erkläre ich, sagt Bruno im Vorwort, Zitat, dass meine erste und hauptsächliche Absicht in diesem Werk war und ist, die Gottesbetrachtung darzulegen und die Leidenschaften nicht gewöhnlicher, sondern heroischer Liebe darzustellen. Zitat Ende. Und aus Sicht der heroischen, die wahren Verhältnisse immer bewusst haltenden Liebe hat die Glücksjagd derjenigen, die die Sinnlosigkeit ihres Strebens nicht erkennen, etwas Rührendes und Naives. Die Menschen der gewöhnlichen Leidenschaft leben, wie Bruno sagt, noch im Paradiesgarten der Tiere. Mit der Gotteserkenntnis ist Aktaion alias Bruno klar geworden, dass er von nun an nicht mehr im Paradiesgarten der Tiere leben darf. Zitat: Wenn der Schmetterling zu dem ihm lieblichen Glanz fliegt, weiß er nicht, dass die Flamme letztlich nicht angenehm ist. Wenn der Hirsch, weil er vor Durst vergeht, zum Fluss läuft, weiß er nichts von dem bitteren Pfeil. Wenn das Einhorn zur schützenden Höhle rennt, sieht es die Schlinge nicht, die sich ihm dort bereitet. Zitat Ende. Im Paradiesgarten der Tiere, das heißt der Menschen, die ohne wahre Gottes- und Selbsterkenntnis streben und lieben, ist die, Zitat, die Unwissenheit, die Mutter der Glückseligkeit und des sinnlichen Wohlbehagens, wie Bruno sagt. Und noch ein Zitat von Bruno: Doch wer seine Weisheit vermehrt, und hier zitiert er Salomon, vermehrt seinen Schmerz. Durch die Begegnung mit der badenden Göttin hat sich der Bewusstseinszustand des Wahrheitssuchers gewandelt. Ein Wechsel in den alten Zustand ist nicht mehr möglich. Die heroische Liebe, die er von nun an leben will, ist nicht mehr die, Zitat, von Schmetterling, Hirsch und Einhorn. Die flüchteten, wenn sie von Feuer, Pfeil und Schlingen wüssten. Sie haben jedoch nur ein Gefühl für den in Aussicht stehenden Genuss. Er, der heroisch Liebende dagegen, wird von einer äußerst sehenden Leidenschaft gelenkt, die ihn dies Feuer mehr als jede Kühlung, diese Wunde mehr als jeder Unversehrtheit, diese Bande mehr als jeder Freiheit leben lässt. Denn dieses Übel ist bei unabhängiger Betrachtung kein Übel, sondern nur in Bezug auf das, was die öffentliche Meinung fälschlich für das Gute hält. Unabhängig davon und mit dem Auge der Ewigkeit betrachtet, begreift man dies Übel nämlich entweder als das Gute oder als Führer, der uns zum Guten führt. Zitat Ende. Gelebte Liebe zu Gott ist gelebte Liebe und Hingabe an das unstillbare und auch immer wieder Enttäuschung bereithaltende Drängen, das der Philosoph als Wesenskern des Menschen in sich entdeckt. Wer die Wahrheit erkennt und in Liebe für sie entbrennt, der erkennt und liebt, dass er wie Ixion,
der wegen seiner Liebe zu Hera auf das feurige und ewig sich drehende Rad des Schicksals gebunden wurde, im ewigen Feuer vergeblicher Unruhe brennen muss. Der läuft bewusst und mit Freude in eine unstillbare Leidenschaftlichkeit hinein, ins offene Messer einer Lebensführung, die die notwendige und wesenhafte Ambivalenz im Erleben all unserer Strebungen versteht, zulässt und begrüßt, als die Weise, mit der Gott in uns wirkt. Gelebte Liebe zu Gott ist das geliebte und für das eigene Leben begrüßte und zugelassene Gefesseltsein an ein Band, mit dem Gott uns bindet, das Gott in uns hineingewoben hat, das Gott in uns ist, ein Band des unstillbaren Wollens. Gelebte Liebe zu Gott heißt brennen, leidenschaftlich entbrannt sein für dieses Gebundensein an die Unstillbarkeit. Zitat Bruno: Es ist ein Brand von solcher Art, dass ich brenne, aber nicht verbrenne, weil meinem Herzen eine so schöne Flamme leuchtet und ein so schönes Band mein Wollen fesselt, so sei denn ein Sklave mein Schatten und brenne meine Asche. Zitat Ende. Der in Gottes Liebe Entflammte genießt, liebt und schätzt die Knechtschaft, in der er sich weiß. Er liebt und lebt das Leben, wie es in Wahrheit verfasst ist. Er ist in Liebe entbrannt für Gott, für das Leben selbst, für ein Entbranntsein, das nicht verbrennen kann, für ein Feuer, das auf der Asche brennt, die es hinterlässt. Brunos Kosmos ist ein lebendiges Ganzes, ein immerwährendes, nicht verbrennendes Brennen, eine ewige Flamme. Vom Feuer dieser ewigen Flamme sind auch alle Teile des Ganzen erfasst. Doch ist das brennende Nichtverbrennen der Teile, insofern man sie als selbstständig Seiende betrachtet, auf Zeit gestellt. Nietzsche wird in einem seiner allerschönsten und tiefsinnigsten Gedichte schreiben, Zitat Nietzsche: Ja, ich weiß, woher ich stamme, ungesättigt gleich der Flamme, glühe und verzehr ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle, alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich. Zitat Ende. Nietzsche sagt aber auch, Zitat: Wir sind kleine lebendige Wirbel in einem toten Meer aus Nacht und Vergessen. Zitat Ende. Den letzten Teil von Nietzsches Worten würde Bruno allerdings nicht gelten lassen. Mit Bruno müsste man sagen, wir sind lebendige Wirbel, lebendige Feuer in einem unendlichen kosmischen Meer von Feuer. Jedes Feuer für sich, aber auch das insgesamt des kosmischen Weltenbrandes bilden Einheiten des unstillbaren Strebens, des immer wiederkehrenden Wechsels von Verlangen und Sättigung. Keiner hat dieses Geheimnis der Liebe und des Lebens, nämlich dass unaufhörlich dem Verlangen die Sättigung und der Sättigung das Verlangen folgt, schöner besungen als Novalis in seiner Dichtung Geistliche Lieder aus dem Jahre 1802. Zitat Novalis: Nie endet das süße Mahl, nie sättigt die Liebe sich, durstiger und hungriger wird das Herz, und so währt der Liebe Genuss von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hätten die Nüchternen einmal gekostet, alles verließen sie und setzten sich zu uns an den Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird. Zitat Ende. Eine Heilung von dieser Sehnsucht, so würde Bruno sagen, kann es naturgemäß nicht geben. Die heroischen Leidenschaften sind die letzte italienische Schrift, die Bruno in London verfasst hat. Er geht 1585 zurück nach Paris. Dort kommt es, als er seine Thesen über Aristoteles lehren und verteidigen will, erneut zum Eklat. Und er flieht 1586 in die deutschen Lande. Viele Stationen. Nur in Wittenberg findet er eine gute Zeit. Der Inquisition in Venedig wird er im Mai 1592 die Angabe machen, dass er in Wittenberg 2 Jahre lang Philosophievorlesungen gab. Er wird in Wittenberg auch eine Schrift veröffentlichen. Im Widmungsschreiben, das er dieser Schrift voranstellt, eignet er sie dem Professor, dem Senat und dem Kanzler der Universität Wittenberg zu, lobt die Unvoreingenommenheit, mit der er aufgenommen wurde, und die Freiheit, mit der er denken und lehren durfte. Darüber hinaus schlägt er auch selbstkritische Töne an. Zitat: Ihr habt mich bis auf den heutigen Tag als einen Menschen behandelt,
dem bei euch kein Name, kein Ruf und Ansehen vorausging. Ihr habt mich nicht einmal nach meinem Religionsbekenntnis gefragt. Euch genügte es, dass ich euch den von allgemeiner Menschenliebe erfüllten Geist und den philosophischen Beruf vorwies. Umso mehr Bewunderung verdient euer Verhalten gegen mich, als ihr mich in euren Hörsälen Gedanken vortragen saht, die man zuvor in den königlichen Hörsälen von Toulouse, Paris und Oxford anfänglich nur unter Lärm und geräuschvollen Gegenkundgebungen entgegengenommen hatte. Ihr habt nicht die Nase gerümpft, die Zähne gefletscht, die Backen aufgeblasen, auf die Pultdeckel geschlagen, keinen Furor Scholastikus gegen mich entfesselt, und so habt ihr denn einen fremden und gleichsam kranken Geist dermaßen besänftigt, dass ich schließlich selber alles, was ihr nicht tadeln mochtet, aus eigenem Antrieb bei mir missbilligen und unterdrücken musste. Zitat Ende. Die ruhige Zeit des freien Arbeitens in Wittenberg währte aber nicht allzu lang. Bruno gerät in einen konfessionellen Streit zwischen Lutheraner und Calvinisten und zieht weiter. Doch vorher, am 8. März 1588, hält er seine berühmte Abschiedsrede. Er lobt die deutsche Bildungslandschaft und Luther. Dass er auch Luther hervorhob, lag nicht daran, dass er dessen Lehre bewundert hätte. Bruno konnte sich für christliche Theologie gleich welcher Couleur nicht mehr begeistern. Vielmehr daran, dass Luther dem Papst, Zitat, dem allen Fürsten und Königen grauenerweckenden Feind unbewaffnet entgegengetreten ist und ihn mit dem Worte bekämpft, zurückgeschlagen, niedergeschmettert, besiegt hat. Zitat Ende. Bruno feiert in Luther also den siegreichen Bekämpfer der römischen Hierarchie und des Papsttums und den hochsinnigen Begründer der freien Forschung und des freien Denkens, für das ja auch Bruno das Wort ergriffen und letztlich auch sein Leben gelassen hat. Die Reise führt ihn weiter nach Prag und schließlich nach Frankfurt. Im September 1590 trifft er in Frankfurt ein, bereitet wichtige Schriften seines lateinischen Spätwerkes für die Buchmesse im Herbst 1591 vor. Diese Schriften erscheinen auch. Er ist zu dieser Zeit, also zur Zeit des Erscheinens, aber schon unterwegs nach Venedig, seiner Verhaftung entgegen. Bruno selbst berichtet, wie er noch in Frankfurt zwei Briefe von Giovanni Mocenio, einem venezianischen Edelmann, erhält, in denen er gebeten wird, nach Venedig zu kommen, um dem Absender der Briefe Unterricht in der Gedächtnis- und Erfindungskunst zu erteilen. Die Einladung entpuppt sich als Falle. Mocenio, in dessen Haus Bruno einzieht, erhofft sich von Bruno, in die Geheimnisse der praktischen Magie eingewiesen zu werden. Wohl aus Enttäuschung darüber, dass dies nicht gelang, hat Mocenio Bruno im Mai 1592 bei der Inquisition denunziert. Der nun beginnende Prozess wird sich insgesamt fast 8 Jahre hinziehen. Schon nach wenigen Monaten, im Februar 1593, wird Bruno von Venedig nach Rom überstellt. Im Januar 1599 schließlich reduziert Kardinal Robert Bellarmin, um das Verfahren abzukürzen, die Vorwürfe gegen Bruno auf 8 häretische Lehrsätze, auf deren Grundlage Bruno verurteilt und am 17. Februar 1600 hingerichtet wurde. Die große Bedeutung, die die Kirche seinerzeit im Kampf gegen den Protestantismus und für den eigenen Machterhalt beimessen musste, war allseits bekannt. Und möglicherweise der Grund dafür, warum viele Römer wohl glaubten, es sei ein Lutheraner hingerichtet worden. Es ist Kaspar Schoppe, dem wir diese Einschätzung vom vorherrschenden Meinungsbild der Römer verdanken. Schoppe, der erst 1598 von der lutherischen Konfession zum Katholizismus konvertiert war, lebte in Rom, war Propagandist der Gegenreformation und Augenzeuge sowohl beim römischen Prozess gegen Bruno als auch bei seiner Tötung. Noch am Tag der Hinrichtung schrieb er einen Brief an seinen Freund,
Konrad Rittershausen aus Altdorf. Darin heißt es, Zitat Schoppe, wenn du nämlich jetzt in Rom wärst, so würdest du aus dem Munde der meisten Italiener hören, es sei ein Lutheraner verbrannt worden. Und natürlich würde dich das in deiner Meinung über unsere, gemeint sind die Katholiken, über unsere Grausamkeit nicht wenig bestärken. Zitat Ende. Schoppe schildert Rittershausen den Verlauf der letzten Tage von der Urteilsverkündung bis zur Hinrichtung. Bruno wurde, Zitat Schoppe, am 9. Februar im Palast des Großinquisitors und in Gegenwart der hochedlen Kardinäle des Heiligen Inquisitionsamtes und in Gegenwart der theologischen Räte und des weltlichen Magistrats, des Herrn Bürgermeisters, verurteilt. Jener Bruder wurde in den Saal geführt und musste auf den Knien das gegen ihn gefällte Urteil anhören. Dieses aber lautete ungefähr folgendermaßen. Zunächst wurde über sein Leben, seine Studien und Ansichten Bericht erstattet und dargelegt, welche Mühe sich die Inquisition gegeben habe, um ihn zu bekehren und brüderlich zu vermahnen und welche Hartnäckigkeit und Unfrömmigkeit er bezeugt habe. Danach haben sie ihn, wie wir es nennen, degradiert und vollständig exkommuniziert und dem weltlichen Amt zur Bestrafung übergeben, mit dem Ersuchen, ihn so mild als möglich und ohne Blutvergießen zu bestrafen. Als dies alles beendet war, hat jener nichts anderes geantwortet, als mit drohender Gebärde, mit größerer Furcht verkündet ihr vielleicht das Urteil gegen mich, als ich es entgegennehme. So wurde er von den Stadtknechten ins Gefängnis abgeführt und dort noch eine Zeit lang bewacht, in der Hoffnung, dass er auch jetzt noch seine Irrtümer widerrufen möge, aber vergeblich. Heute also ist er zum Scheiterhaufen oder Brandpfahl geführt worden. Als hier dem schon Sterbenden das heilige Kruzifix vorgehalten wurde, wandte er mit verachtender Miene sein Haupt und ist so geröstet elendiglich eingegangen. Ich glaube wohl, um in jenen anderen, von ihm erdichteten Welten zu berichten, wie mit lästerlichen und unfrommen Menschen von uns Römern verfahren zu werden pflegt. Zitat Ende. Und mein Vortrag ist hier auch zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Buch Giordano Bruno, Märtyrer der Gedankenfreiheit, eine Einführung in sein Denken von Klaus Scherzinger, gibt es als gebundenes Buch und als Kindle-Version. Die gebundene Version hat 230 Seiten und kostet 18,99 €. Die Kindle-Version kostet 16,99 €.